Good afternoon, everybody. Schönen Nachmittag. Ich bin sehr erfreut, Premierminister Trudeau hier willkommen zu heißen und auch Herrn Rutte hier in London. Wir hatten ausgezeichnete Gespräche und haben erneut bekräftigt, dass unsere zwei Länder Schulter an Schulter stehen gegen die barbarische Invasion Russlands in der Ukraine. Und in den letzten Tagen seit diesem illegalen und brutalen Anschlag ist die Welt näher zusammengerückt in Solidarität mit dem armen Volk in der Ukraine. Vergangene Woche haben 140 Länder, also drei Viertel der Vereinten Nationen, gegen Russland gestimmt und verdammen dieses Handeln. Und 39 Länder, einschließlich des UK, Kanada und den Niederlande, haben dafür gestimmt, seine Handlungen auch an den Internationalen Strafgerichtshof zu melden. Und jetzt hat eben der Strafgerichtshof reagiert. Und das wird dazu führen, dass der Staatsanwalt eine Untersuchung einleitet, um sicherzustellen, dass Putin diese Verbrechen nicht weiter durchführen kann, ohne mit einer Sanktion rechnen zu müssen. Die internationale Gemeinschaft hat hier, der möchte der Ukraine helfen in jedem Kampf, wie wir können. Und wir werden nur erfolgreich sein, wenn die gesamte internationale Gemeinschaft zusammen handelt in dem gemeinsamen Geist der Einheit, den wir in den letzten Tagen auch erkennen konnten. Justin und Mark und ich haben all das heute besprochen. Und später an diesem Nachmittag werde ich dann auch noch mit den Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und USA sprechen, um unsere Handlungen zu koordinieren und um diese Bemühungen zu verstärken. Hat eben auch Großbritannien auch praktische und nachhaltige Unterstützung mit Niederlande und Kanada beschlossen, um auch langfristig eine Unterstützung zu gewährleisten, jetzt und in der Zukunft. Wir werden andere Länder natürlich ermutigen, hier mitzumachen. Und das ist der Augenblick für die Freunde der Ukraine, eine Koalition zu bilden von humanitären, wirtschaftlichen und auch verteidigungsmilitärischen Unterstützung, um sicherzustellen, dass Putin hier nicht durchkommt. Und heute haben wir gesagt, 175 Millionen Pfund werden wir als Hilfe zur Verfügung stellen an die ukrainische Regierung. Das heißt, die insgesamte Unterstützung unseres Landes ist 400 Millionen Pfund. Nach 12 Tagen dieses Konflikts ist klar, dass Putin sich hier verrechnet hat. Er hat es unterschätzt, wie die Ukrainer reagieren, wie heldenhaft sie sich wehren und auch ihr Anführer. Und er hat auch unterschätzt, wie groß die Einheit des Westens ist. Wir werden mit unseren Kollegen weiter alles tun, um diese Einheit in den nächsten Tagen zu stärken, um sicherzustellen, dass Putin hier als Verlierer vom Feld geht nach dieser katastrophalen Invasion der Ukraine.